moin moin, liebe Motorradfreunde, BMW R90, darum geht's heute in diesem moderierten Laserbike-Video mit mir. Ich bin Dietmar vom Motorradtest und mit Ali. Moin Ali. Moin. Grüß dich. Grüß dich. Der ein oder andere Zuschauer wird Ali wiedererkennen. Na, wir haben schon mal ein Video gemacht mit deiner R1300 GS. Und ja, ich habe eben einfach nur R90 gesagt. Sag du mal bitte jetzt das genaue Modell. Ja, also das heißt eigentlich R90 Blackstorm Vintage. Die Blackstorm? Lackierung gab es, glaube ich, nur zwei Jahre gab es. Ja. 2016, 2017. Ich habe mir sagen lassen, dass das hier alles, was du siehst, so ein bisschen verwaschen und so aussieht. Wow. Das ist alles individuell. Das wurde mir so, das heißt, da steht einer und radiert das immer so ein bisschen individuell nach. Das, so muss das auch sein. Also ich meine, man sieht es eine A90, aber irgendwie, also ich hätte die jetzt nicht verorten können. Ich hätte nicht sagen können, das ist das Modell XYZ. Du hast sie seit 2017? Seit 2017, die habe ich neu gekauft und direkt nach Hause und alles auseinandergebaut. Da meinte Mike, ja, wer kauft sich ein neues Bike und nimmt alles erstmal auseinander. Warum? Ist das alles auseinandergenommen? Also ich habe komplett, das Heck habe ich ja komplett umgebaut, wie man sieht. Ja, die haben ja diesen langen, Ausladen, Bützler, das mag ich sowieso nicht. Dann habe ich die Fußrasten hinten abgebaut, auch dementsprechend die Halterung hier unten, vom Tankdeckel, also alles, was ging, habe ich erstmal abgebaut. Und dann habe ich geguckt, was nehme ich dafür. Du hast sie quasi downgestrippt und hast dann neue Teile wieder rangebaut. Neue Teile, wie gesagt, vom Blinkerei vorne, alles was ging. Ja. Hinten. Das ist auch genau, das ist BMW, ne? Schon. Ja, aber das habe ich aber auch vom Sattler machen lassen. Ach so. Das ist auch so eine Geleinlage drin. Ja. Da wollte ich, dass das diese Farbe ist, so gesteppt, wie auch immer. Ja. Sitze ich auch ein bisschen bequemer, muss ich sagen. Ja? Das ist ja so eine Geleinlage, so ab gewissem Alter braucht man das. Kann ich schon verstehen. Ja, ist also super schick. Du hast auch hier gleich in die Vollen. Ne? Eigentlich hat sie ja nur einen Tacho. Ja. Du hast jetzt hier den Drehzahl. Die würde ich eigentlich auch immer machen. Ich finde das irgendwie, sieht so ein bisschen verloren aus, wenn da nur einer ist. Aber beide Rundinstrumente. Ja, super schön. Ne? Wobei da eigentlich nichts angezeigt wird, großartig. Weder Tankfüllung, da wird nichts angezeigt. Das nur Drehzahl halt. Das ist nur Drehzahl und da unten hast du irgendwie Reichweite, wenn das dann halt leer ist, leuchtet damals. Sehr, sehr schön. Okay, dann lass uns mal einmal rumgehen. Was ist noch hier? Das ist, glaube ich, auch... Da habe ich das ist Alu. Ja, geil, Alu-Gebürste, ne? Ja, das habe ich dreimal gewählt. Von Rizoma gibt es ja immer tolle Teile da. Ja. Die hatte ich alle beide, gibt es einmal lang und kurz. Die habe ich beide gehabt und beide haben mir nicht gefallen. Und das ist original BMW tatsächlich. Okay, das habe ich damit eingebaut. Ansonsten der Rest, ja, hier vorne habe ich ja Kühlerschutz und Lufteinlassschutz habe ich da auch nochmal machen. Und Nebelleuchten. Oder sind das die Blinker? Das sind die Blinker. Ach, das sind die Blinker? Ja, ich habe. Hä, Moment mal, aber wo sind die denn normalerweise? Normalerweise sind sie auch, aber das sind in meinen Augen, ich finde diese langen Blinker einfach hässlich. Ja. Ja, die passen auch. Das sind auch zwei LED, aber die sind hier, die habe ich ein bisschen verkürzt. Ja. Also bis jetzt hat der TÜV auch noch nicht viel gesagt dazu. Ich hoffe, dass es in Ordnung ist. Ja, das glaube ich, so genau gucken die ja meistens auch nicht wirklich hin. Ne? Sind das denn Kellermänner oder was ist das nicht? Das sind Highsider. Ach, tatsächlich? Ja. Wow, was es alles gibt von der Firma. Ja, das ist Highsider, dann hier Lenkenden habe ich gemacht, natürlich hier die Griffel. Spiegel sind, glaube ich, auch nicht original. Genau, die Spiegel sind, wie heißen, Gazzini heißen die, glaube ich. Das finde ich immer ziemlich Gazzini, cool. Von, Gazzini, von Louis, von ne? Louis, genau. Ja, ja. Das finde ich ganz gut, weil du das alles modular einstellen kannst. Das heißt, du kannst dir kaufen, was du willst und zusammenbauen. Ja, vor allem sind die in der Regel auch relativ schick, ne? Was ist das relativ? Gazzini, genau. Ja. Ich kenne den Typen, der die entwickelt hat. Echt? Ja. Die machen gute Arbeit, finde ich. Ja, machen gute Arbeit, das stimmt. Der ist leider nicht mehr da, egal. Nee. Ja, wie fährt sich so eine A90? Erzähl mal so ein bisschen. Ja, also wir haben sieht schöner aus, als es sich fährt. Naja, was heißt? Also es ist ja immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, die Frage nach dem Einsatzzweck. Ne? Also klar, du vergleichst jetzt wahrscheinlich im Kopf automatisch mit deiner großen GS. Ja. Das ist natürlich... Ist auch, wie gesagt, ein ganz anderer Einsatzzweck, wie du das auch sagst. Ja. Also da fahre ich, glaube, da sind 8000 Kilometer, 7000 Kilometer bis jetzt, das ist von 2017. Da merkt man, okay, da fahre ich nicht so viel damit. Vor allem keine Touren. Ne? Keine Touren. Und ich weiß auch echt nicht, ob es an mir liegt. Ich muss immer viel damit arbeiten, wenn ich dann ein bisschen in die Kurven fahre. Ja. Oder bei der großen GS oder auch bei Mike zum Beispiel, da schaust du die Kurve an, dann liegt das Ding dann irgendwie. Ja, das kann ich dir erklären. Also das liegt allein schon mal daran, dass der hier die
der Winkel der Gabel ein ganz anderer ist. Die steht viel flacher, ja. Also die GS steht viel steiler. Viel steiler, ja. Ich glaube sogar, dass die, obwohl das ja eigentlich das kleinere Motorrad ist, aber die wird einen längeren Radstand haben. Die hat auch natürlich von den Reifen ist das irgendwie auch alles ein bisschen anders. Also die ganze Geometrie ist ein bisschen mehr so, ne? Gerade Auslauf. Wobei ich überlege gerade mal, ich glaube das letzte Mal bin ich die Scrambler gefahren, das ist auch schon lange wieder her. Ah, nee, Quatsch, ich bin die R12 gefahren, aber aus dem alten Setup quasi, die Scrambler. Und da ist mir auch aufgefallen, dass ich die ganz schön hart fand. Also so von der Federung sehr straff irgendwie. Und das war alles so, weißt du, wenn da irgendwie ein Kanaldeckel kam. Dann merkst du das richtig, bis hier oben. Ja, ist echt so, ne? Ist bei der auch wahrscheinlich. Ja, ist bei der auch, ja. Obwohl mit der neuen R90, die ganz neue jetzt, die neu rausgekommen ist, bin ich auch gefahren. Ich weiß nicht, was sie alles verändert haben. Ich denke mal, Lenkkopfwinkel haben sie auch ein bisschen was getan. Lenkkopfwinkel, genau. Zumindest haben sie das, hatte ich das gelesen. Und das habe ich sofort gemerkt. Die neue R90 fährt sich für mich ein bisschen leichter. Softer? Du musst weniger arbeiten, du kannst auch alles einstellen. Gut, der hat ja nichts, der hat ja nur, ich glaube, ABS ist das Einzige und Alarmanlage. So, das sind die Extras. Ja, gibt es hier keine? Nee? Also zumindest gab es 2017 nicht. Du hast wahrscheinlich wieder gesagt, das bestellt. Genau, wollte ich gerade sagen. Du hast wahrscheinlich gesagt, ich will alles haben und dann hat der Verkäufer völlig traurig gesagt, es gibt leider nichts. Er meinte, ich habe nur Alarmanlage. Willst du das haben? Meinte, ja gut. Ja. Naja, aber es ist schon ein schönes Motorrad. Also was ich ja nach wie vor so super geil finde an den R90s, ist halt einfach der luftgekühlte Boxermotor, den sie ja auch immer noch haben, den sie auch immer weiter homologieren, ne, zum Glück, dass der nicht ausstirbt. Aber das ist irgendwie, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich mag die immer noch lieber als die wassergekühlten. Ich weiß natürlich, dass so eine 1300 da, das ist natürlich ein ganz anderer Schnack. Ne? Da gibst du Gas und dann kriegst du irgendwie, dann kriegst du Schwindelanfälle. Mhm. Das ist natürlich hier nicht so. Aber allein schon vom Sound her und dieses Gefühl, dieses, wenn du Gas gibst, das hat ja so einen leichten, so einen, ich nenne das immer Gummiband-Effekt. Ne? Weil es dauert einen kleinen Moment, aber dann wird das so, also dann wird das immer schneller. Ne? Das ist wie so eine Kurve und zum Schluss irgendwie geht sie dann doch ab. Ne? Ja. Also ich finde, allein beim Anschmeißen merke ich, das liebe ich an diesem luftgekühlten Motor, das schüttelt sich nach links und rechts, irgendwie bewegt sich und dann rüttelt ein bisschen, dann kommt das ja hier. Das ist ja alles noch auch klassisch, das ist halt Bautenzug hier, das heißt nicht Gas by Wire oder wie die Ride by Wire hatte auch nicht, das ist alles noch. Echt, also das wusste ich gar nicht, das ist noch ein ganz normaler Gas, Bautenzug, geil. Ja. Ich glaube, weiter bis, der hat auch keine Fahrmodis und nichts. Nee, hat auch kein Keyless Ride oder so, aber gut, Fahrwerk ist natürlich hier schon sehr, sehr edel, ne? Muss man sagen. Also einstellbar, ja auch Gold eloxiert und auch die Bremsanlage, das ist wahrscheinlich auch. Ich glaube, die Gabel kommt auch vom S1000 Doppel-R. Das ist, ja. Echt? Das haben sie so gebaut. Das ist ja auch nicht schlecht. Ja, also ich hab ja gerade mir so eine alte R1200R gekauft. Irgendwie, das ist natürlich jetzt nicht mit dem vergleichbar, aber irgendwie. So ein paar Parallelen gibt es ja, glaube ich, schon. Der Motorcharakter ist ja identisch. Motor, ne? Ist halt dasselbe. Und ich liebe das. Ich liebe dieses Reduzierte und dieses Ursprüngliche und so. Mhm. Und das finde ich, also können die Neuen, wollen die Neuen auch gar nicht transportieren. So eine R1300 GS, mit der willst du Touren machen und da soll auch alles Mögliche, einem Komfort drauf sein und so. Und das ist hier das krasse Gegenteil, ne? Absolut. Du sitzt irgendwie so ein bisschen irgendwie puristischer. Das fühlt sich alles irgendwie, das fühlt sich geil an. Du weißt auch, dass du dann gefahren bist. Nach 200-300 Kilometer Sachweite das erste Mal, da dachte ich brauche wirklich einen Physiotherapeuten und Kran, damit ich nach 200 Kilometern wieder runterkomme. Aber das ist halt die Maschine. Sehr schön. Gut, Ali, dann vielen Dank. Gerne. Soll mal reichen. Wir machen noch mal ein paar Detailaufnahme und dann machen wir auch noch einen kleinen Soundcheck. Ich bin ganz gespannt, wie die Doppeltüte. Ist das eigentlich hier, das ist die Standard-Auspuff? Nee, das ist die Akrapovic. Ach so, steht gar nicht dran. Normalerweise steht immer. Das ist immer ganz dezent, haben sie es graviert. Da. Okay. Laser. Normalerweise Laser. Steht das immer so. Ganz prominent und dominant. Opel Manta GT von früher, aber das ist ja. Okay. Ja. Wollen wir mal hören, wie sie klingt? Hm? Und ja, wir sehen uns bald wieder, ne, wenn du dein nächstes Motorrad hier kaufst. Auf jeden Fall. Tschüss. Tschüss.